Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Grimmige Legenden. Ja, wie ihr ja schon erfahren habt, ich habe mir ein Wimmelbildspiel geschnappt. Ich kann ja eben nicht immer hier nur AAA-Titel und sowas spielen. Also ich muss ja alles vertreten. Und von daher spielen wir jetzt ein Wimmelbildspiel. Ich liebe die Logik und könnte mich stundenlang darüber amüsieren. So, wie ein stiller Beobachter, ja, der Mond. Ich bin allerdings die ganze Zeit am Überlegen. Also, wir haben momentan zwei Ziele. Entweder hier einen Kranz flechten oder hier oben in der Höhle, die komischerweise gar nicht hier auf dieser Karte eingezeichnet ist, die Ratten hier vertreiben, um dieses Mechanismus-Ding da zu bekommen. Und ich habe das Problem. Was ist das denn da? Ein Trugbild. Ich habe allerdings das Problem, dass ich weder weiß, womit ich den. Nee, da kommen wir ja immer nur wieder da dran. Wer dahin? Nein. Das ist aber gut hier. In der Höhle. Ich kann ja hier halt fast nichts machen. Wahrscheinlich ist es wieder so, dass hier irgendwo. Dieses Seil ist völlig verwittert. Ich werde ein neues brauchen. Ja. Wieso überhaupt? Wofür? Irgendwo liegt hier noch was rum, was wir aufheben können. Okay. Irgendwo verständlich, dass die ihre Hand da nicht in dieses Rattenloch stecken möchte. Ah, Moment. Wir haben natürlich unsere mutige Katze und lassen die jetzt einfach die Ratten aus dem Loch vertreiben. Und weil dieses riesengroße Katzenbaby auch so super ist, hat es uns jetzt hier geholfen und wir haben das fehlende Rad für diesen Mechanismus. Und ich freue mich schon auf das nächste Minispiel. Ohne ein Gewicht wird der Mechanismus sicher nicht funktionieren. Okay, also kein Minispiel. Wir brauchen erst nochmal ein Seil. Hatte ich nicht ein... Nee, ich habe kein Seil. Können wir nicht mit der Sichel hier so ein Seil ab... hacken. Nee, können wir leider nicht. Vielleicht mit dem Eispickel. Nee, auch nicht. Ach so, wir können einfach... Are you fucking kidding me? Ich dachte die ganze Zeit, ich muss dieses Ding hier lösen, um da durchzukommen. Diese Ranken wirken wirklich recht kräftig. Ja, dann nimm noch die Sichel, die hast du doch schon dabei. Die Ranken wirken... Ja. Bitte nochmal. So, und jetzt können wir da bestimmt die Ranken nehmen. Aus den Ranken bauen wir hier ein... Ich sollte erst ein Seil aus den Ranken flechten, sonst reißen sie mir am Ende auch durch. Ja, dann flecht es doch. Was ist denn dann so schwer daran, jetzt dieses Seil zu flechten? Da geht's auch... Wie? Ah, Moment. Jetzt können wir hier hingehen. Jetzt können wir hier wahrscheinlich mit den Ranken flechten. Ein aus Ranken geflochtenes Seil sollte ausreichen. Achso, dafür brauchte die jetzt diesen Ring. Weil so kann sie es ja nicht. Okay, man muss nicht immer alles verstehen. So, wir haben jetzt tatsächlich das Minispiel, auf das ich mich schon die ganze Zeit so unglaublich gefreut habe. Wähle ein Rad aus und verbinde es durch einen ununterbrochenen Pfad mit einem Rad derselben Farbe. Verbinde alle Räder auf diese Weise. Okay. Zack, zack. So. So. Ja, das war ja unglaublich schwierig. Achso, es geht noch weiter. So. Dann das Gelbe. So, das so, das Gelbe so, das Grüne so und das Blaue so. Wer hat sich eigentlich so eine Maschine ausgedacht? Okay, weiter geht's. Das Gelbe. Also das Blaue könnte so sein. Das Grüne ist auf jeden Fall so. So.
Nee, Moment, darum passt das. Das passt nicht. Weil ich komme ja dann bei dem Roten hier nicht mehr raus. Also muss das Gelbe eigentlich so laufen. Aber wie komme ich jetzt? Okay. So. Und dann geht das halt da lang. So. Wir sind der Supermaschinenlöser. Und haben jetzt endlich die Treppe freigeschaltet. Das heißt, wir können weitergehen in die nächste Szene. Die Katze haut jetzt einfach mal ab. Löst einfach hier alle Bärenfallen aus. Egal. Wir haben hier wieder Traumfänger, die wir streicheln können. Ja, so eine Katze, die hört ja auch wirklich gut. Aber wir haben jetzt mit dem Besen die Bärenfalle kaputt gemacht. Ich will da aber gar nicht rein. Ich wollte noch gucken, was hier ist. Wir klauen hier einfach irgendwas, was im Wald rumliegt. Eine Herzhälfte. Und hier lässt sich Honig aus Waben gewinnen. Okay, also wenn man mal Lust auf Honig hat, können wir hier Honig machen. Da geht's in die Hütte, da geht's weiter zum Wald. Jetzt gehen wir natürlich in die Hütte, gucken mal, was es hier gibt. Die Katze, die ist auch... Der ist ja eh alles egal, ist ja eine Katze. Die Aussparung hat die Form eines Herzens. Okay, die eine Hälfte haben wir ja schon. Wir kriegen dafür eine Klauenkette. Oder Krallenkette. Und finden ein Tagebuch. Und weil wir ja so freundlich sind, lesen wir das direkt. 23. September. Der Bär war wieder hier. Was will er nur von mir? Er hat mir bereits alles genommen, was ich je geliebt habe. Hat meine Träume zerstört, wie ich dieses Tier hasse. 27. September. Er scheint mich aus der Ferne zu beobachten. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber er hielt Abstand. Was will dieses Monstrum von mir? Das wissen wir auch nicht. Das nehmen wir einfach mit, können wir ja immer mal gebrauchen. 2. Oktober. Moment, wir haben hier noch... Na, egal. Ich stelle immer wieder neue Fallen auf, aber dieses Tier ist beängstigend schlau. Ich lebe in ständiger Furcht. Ich kann es nicht länger ertragen. Ihr kauft hier doch ein Gewehr. 3. Oktober. Will der Herr mich strafen? Ist dies die Sühne für meine Taten? 5. Oktober. Werde ich eines Tages wieder frei atmen können? Was hat denn der Bär damit zu tun, ob du frei atmen kannst? Du bist ja nicht im Gefängnis oder so. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern, wie lange ich bereits mit dieser Qual lebe. Sind es 10 oder schon 20 Jahre? Okay, also wir haben doch nur 2 Seiten. Jetzt weiß ich zumindest, wer die Fallen aufgestellt hat. Die Person taucht jetzt hier auch auf. Die sieht aus wie ein Druide aus World of Warcraft. Anscheinend ein Menschendruide. How dare you break into my house? What? You're lost. A bear kidnapped your sister. Calm down, dear. Let me see if I can help you. There might be a way. You'll need to make a special powder. It will reveal the bear's trail. Even lead you to its lair, if you so choose. Some of the ingredients you will find in my hut, and the rest outside. I have to go into the forest. I have a problem to take care of. Okay, die Alte wundert sich also überhaupt nicht, dass wir ihr hier alles Mögliche aus der Hütte und von draußen vor der Hütte geklaut haben. Das ist ihr anscheinend auch vollkommen egal. Sie muss sich erstmal um andere Sachen kümmern. Everything you'll need to know is written in this book. Und gibt uns noch ihr Buch. Our little kitty looks cold. Please, set the fire. Und sagt uns, ja, hier machen wir an. Ist nämlich kalt. Die Katze friert bestimmt. Seit wann? Ganz ehrlich, also ich habe noch nie eine Katze oder einen Hund gesehen, der gefroren hätte vor einem Menschen. Egal, sie hat uns gesagt, wir können hier ruhig alles mitnehmen. Ist ihr vollkommen egal. Dann machen wir das auch. Da halten wir uns ja nicht groß auf. Wir haben so, was haben wir hier? Der Kessel ist leer. Jetzt habe ich geklickt und ich habe keine Ahnung. Der Räucherapparat ist leer und ein Blasebalg fehlt auch. Ach so. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwas räuchern. Hier, Katze oder so.
Mein Kätzchen scheint sich hier auszukennen. Ja, das ist eine Katze. Den ist doch eher. So. Hier haben wir noch so ein Ding. Klauen wir natürlich auch einfach. Ein Rabenauge. Des Fährtenlesers Staub. Bleibt eine Fährte dir verborgen. Sei bedacht und ohne Sorgen. Um diese dennoch aufzuspüren, musst du diesen Staub anrühren. Erstes Ding, du darfst nicht missen, ist der Beute Leckerbissen. Finde als nächstes unverweilt, womit sie ihren Namen teilt. Und zuletzt von ihrer Sippe, hol dir die Hülle, nicht die Rippe. Versiegelt wird die Präparatur mit einem Abdruck ihrer Spur. Okay, wir haben also die Bärenklau, Bärenkorn, Bärenmohn. Also Honig, Bärenklau oder Bärenmohn oder sowas. Und ein Fußabdruck. Dann gibt es hier irgendwie eine komplizierte Anleitung. Ja genau, aber das schaffen wir schon. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Die Frau hat gesagt, wir dürfen uns alles aus der Hütte klauen, was wir wollen. Wir dürfen aber, wir können nichts einpacken. Okay. Was haben wir da oben? Gar nichts. Was haben wir da? Es ist zu dunkel. Ja, dann mach doch, nimm doch Licht. Nimm doch Licht. Wir haben kein Licht, okay. Wir haben eine Schaufel, wir haben Rabenaugen, wir haben die Krallenkette und einen Eispickel. Da hinten müssen wir also noch Licht machen. Wir gucken aber nochmal hier draußen. Hier können wir auf jeden Fall später Honig irgendwie zubereiten. Dann gehen wir einfach mal in den Wald. An der Hütte war ja jetzt gefühlt nichts mehr. So. Da ist Honig und ich wette, die Bienen beschützen ihren Bienenstock. Achso, dafür brauchen wir dann das Räucherding. Hier brauchen wir, der Schlamm ist voller Abdrücke. Ist das möglich, das? Ja, das was? Das heißt, hier müssen wir irgendwie wahrscheinlich mit Gips und Gipsabdruck formen. Nach links, nach rechts. Genau, hier. Der Regen hat die Fährte unkenntlich gemacht. Ich kann nicht erkennen, wohin sie führt. Nach da. Glaube ich. So. Die Katze, der ist das egal. Die bleibt da einfach sitzen. Anscheinend. Ja. Die juckt das gar nicht, was wir hier für Probleme haben. Das ist wieder der komische Tisch. Okay. Ich glaube, wir sammeln erstmal diese vier Ingredienzien. Ich guck mal kurz, auf was sagt denn die Karte? Die Karte sagt... Aktion verfügbar, Aktion verfügbar, Aktion verfügbar. Okay. Also vor der Hütte können wir noch irgendwas machen. In die Hütte. Ja, dafür muss ich... Es ist noch ein wenig Honig übrig. Ja, dann nimm ihn doch mit. Mit der Schaufel. Nee. Ach. Hässliche Figur gefunden. Können wir uns von hinterher im Wohnzimmer schön aufs Regal stellen. Okay, hier habe ich noch irgendwas übersehen. Wahrscheinlich wieder so ein Trugbild oder sowas. Was sagt die Karte? Da ist immer noch eine Aktion verfügbar und da auch. Kann ich eigentlich mal kurz, mal ganz kurz testen? Ah, super, ich kann hier auch schnell reisen. Ich habe nämlich mal ein anderes Wimmelbildspiel gespielt, da ging das nicht. Ja, ja, wir laufen. Ja. Okay, wir gehen einfach wieder zurück. Wir kommen nämlich nicht vorwärts. So, hier können wir... Was ist das? Bärenklau, oder? Bärenmohn. Das heißt jetzt irgendwie noch den Honig. Nimm doch einfach hier die Schaufel und... Was haben wir denn hier? Hier ist der Bärenabdruck. Er ist sicher halb verrottet und da ist wieder so eine hässliche Putte. Mit dem Eispickel können wir den bestimmt zertrümmern. Ich hätte jetzt tatsächlich gerade nicht erwartet, dass es geht, aber okay. Dann mit der Schaufel... Ach nee, das können wir einfach so nehmen. Okay, da brauchen wir nichts. Haben wir jetzt die Späne. Mit den Spänen gehen wir in die Hütte und befeuern... Ach, da stand es ja sogar. Späne aus dem Baumstumpf. Da rein. Ohne etwas Glut und einen Blasebalg kann ich den Apparat nicht gebrauchen. Er macht aus Feuer. Das Holz ist knochentrocken.
Ja, dann nimm doch einfach ein Feuerzeug. Oder was auch immer man da so nimmt. Da ist schon wieder so eine hässliche Putte. Und zünde das Ding einfach an. Wahrscheinlich ist es ja noch irgendwo so ein Trugbild, aber ich habe keine Ahnung. Was ist da oben? Achso. Das ist das Ding, das ist das Ding, das haben wir auch. Ist nicht hier irgendwie ein Feuerzeug, das wir mitnehmen können? Eine Kerze. Mal sehen. Erst einmal die Kerze anzünden. Ja, dann mach das doch. Okay. Also den Honig und die Kerze und die Pinzette in die Mühle. Das und der Hammer macht wird. Also wir können ja einfach mal hier das. Und der Hammer. Der Hammer. Der Hammer. So, das können wir auch schon. Okay, ja. Wir müssen also erstmal alle Zutaten auf dem Tisch ausbreiten, bevor wir hier irgendwas machen können. Na gut. Dies soll wohl eine Truhe sein und sie ist verschlossen. Hast du keinen Dietrich dabei, Olle? Da ist wieder unser Kätzchen, da ist das Buch, mit dem Buch können wir nichts anfangen, hier können wir nicht... Ich brauche die zweite Herzhälfte, um die andere Seite des Kästchens zu öffnen. Ach, ich sag dir. Moment, hier war glaube ich eh nichts mehr. Das heißt, vor der Hütte und in der Hütte. Vor der Hütte. Wofür hat jemand nur all die Fallen aufgestellt? Ja, das... Hallo, du... Das hat dir die Alte eben gesagt. Kann ich nicht hier... Die Rabenaugen. Hier lässt sich... Es ist noch ein wenig Honig übrig. Ja, aber warum? Egal. Also, wir brauchen noch einen Blasebalg. Wir brauchen irgendwie Feuersteine. Ah. Diese Krähe hat die Ketten in ihren Klauen. Wofür mag die Vertiefung gut sein? Vielleicht für Rabenaugen? Für eine Schaufel? Achso, wir können auch einfach an der... Okay, wir können auch einfach an der Kette ziehen, natürlich. Und finden was jetzt? Ein Blasebalg? Nee, einen... Holzbecher. In der Hütte gab es keinen Becher, den man hätte einstecken können oder was. Na gut, mit dem Holzbecher können wir jetzt vielleicht hier den Honig... Nein. Also wieso, wie kann ich auch nur immer so logisch denken? Vielleicht den Holzbecher da reinstecken? Nein. Was haben wir denn hier noch? Können wir vielleicht hier... Nein, wir müssen etwas anderes versuchen. Hier ist immer noch der Baumstumpf. Da müssen wir bestimmt irgendwas hier reinkippen und dann sehen wir, wohin es führt. Hier brauchen wir gar nicht weitergehen nach rechts und nach links. Wir haben in der Hütte jetzt noch eine Aktion verfügbar. Mit dem Holzbecher. War der Holzbecher hier Bestandteil der... Nee, das war nicht Bestandteil der Anleitung. Also irgendwas... Für irgendwas ist der... Der Kessel ist leer. In der Hütte. Können wir das Ding vielleicht mit dem Eispickel aufmachen? Ach, das sind Rabenaugen. Ah, so. Und wir bekommen Streichhölzer, einen Blasebalg und ein Buch mit einer Aussparung. Zwischen den Seiten steckt ein Mistelzweig, aber ich kann das Buch nicht öffnen. Es ist verschlossen. Ja, dann zieh den doch einfach raus. Wird ja nicht da festgepresst sein. Egal. So, mit dem Blasebalg können wir das Ding und dann machen wir das. Solange die Späne nass sind, kann ich sie nicht anzünden. Ich benötige etwas, das länger brennt. Ach so, mit den Streichhölzern machen wir natürlich da an. That's better. So, dann können wir mit der Schaufel da Glut holen. Ich bin gut. Schaufel voll Glut. Ab in die Tasche damit. Und
weil es ist ja doch ein bisschen heiß, ne? Stecken wir das mal in dieses Räucherding. Das Räucherding stecken wir dann ein, weil das glüht ja auch nur mit Glut, 1200 Grad. Und jetzt können wir uns hier hinten den Honig holen. Aber den Honig holen wir wie immer erst in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es immer noch riesen Spaß. Ich finde diese Spiele so super amüsant. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr teilt das Ganze. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.